In einem Museum zu arbeiten war wirklich langweilig. Noch langweiliger, als man es vielleicht dachte. Ein Haufen antiker Artefakte, zahlreiche Zimmer, volle Bibliotheken, staubige Ecken und Kartenräume. Es war die ultimative Kombination für alle, die Geschichten liebten und neue Dinge entdecken wollten. Der Zugang war allerdings nicht einfach, denn man brauchte für bestimmte Räume eine spezielle Genehmigung, sodass nicht mal ich dazu in der Lage war, alle Zimmer zu betreten. Als ich mich damals für diesen Job entschied, begeisterte ich mich sehr für die Geschichte und hoffte, dass ich dadurch die Möglichkeit bekommen würde, eines Tages ein Forscher zu sein. Im Nachhinein betrachtet hatte ich mich geirrt, denn ich wurde lediglich angeheuert, weil ich wusste, wie Computer funktionierten. Die meisten Menschen konnten mit einem Computer umgehen, dafür brauchte man kein Studium oder ähnliches. Irgendwann bekam ich die Aufgabe, digitale Archive zu sortieren, und das war richtig langweilig. Jeder Eintrag im Archiv bestand aus einem einzelnen Bild eines Gegenstandes, das eine schreckliche Auflösung hatte. Zusätzlich musste ich mich um die Besucher kümmern und ihnen helfen, wenn sie bei einer Sache nicht fündig wurden. Insgesamt war der Job einfach nur langweilig, geschweige denn von der Tatsache, dass ich keine richtigen Pausen hatte. Wenn ich mein Sandwich essen wollte, dann musste ich in einen leeren Raum gehen, um diesen zu verspeisen. Eines Tages bat mich der Ausstellungstechniker, ihm zu helfen, und ich war froh, weil ich etwas tun durfte, das sich von meinen langweiligen Aufgaben im Museum unterschied. Dies war das erste Mal, dass ich in den Lagerräumen des Museums arbeitete. Zu meiner Überraschung war es kein großer Lagerraum, kein Lagerhaus oder dergleichen, wie ich es erwartet hatte. Stattdessen bestanden die Kellerräume, die für die Lagerung genutzt wurden, aus einem unglaublichen Irrgarten oder aus verschiedenen Räumen und Fluren. Wenn man sich dort nicht auskannte, war es leicht, sich zu verirren. Natürlich war es nicht so massiv, dass man niemals den Ausweg finden würde, aber ich konnte mir gut vorstellen, dass Menschen, die an Phobien litten, die Erfahrung nicht als angenehm empfinden würden. Die Technik gab mir einen einfachen Job. Ich sollte ein paar Gegenstände aus dem Keller holen, die für die Aufstellung benötigt wurden. Anfangs war der Job ziemlich angenehm. Ich half den Leuten bei den Kisten und redete mit ihnen. Einer von den Technikern hieß Ted und ich genoss jedes einzelne Gespräch mit diesem Mann. Es war das erste Mal in den 2 Monaten, dass ich ein Gespräch mit einem Kollegen hatte, das nichts mit unserer Arbeit zu tun hatte. Doch mein Job wurde mit der Zeit immer fremder, denn im Laufe der Geschichte dringten wir tiefer in den Keller ein. Neben den dicken Staubschichten auf den Holzkisten und Plexiglas-Displays fanden wir einige Türen, die aus den 70er oder 80er Jahren stammen mussten. Ich hatte bereits zahlreiche Erfahrungen, wenn es darum ging, an diesem Ort nach Dingen zu suchen, also kam ich ganz gut voran. Doch je tiefer ich nach unten ging, desto schwerer wurde die Luft. Gelegentlich stieß ich auf Hindernisse wie einen Stapel Pappkartons, die ich aus dem Weg räumen musste, um voranzukommen. Es gab nicht so viele Gegenstände, die wir für die Aufstellung benötigten, also waren wir meistens schnell fertig. An dem einen Tag stellten wir am Ende fest, dass noch ein weiterer Gegenstand fehlte. Und anders als vorher hatten wir überhaupt keine Ahnung, wo es hätte im Keller sein können. Es war anscheinend eine ziemlich seltene Statue, bei der ich mir sicher war, dass ich sie bereits in der Vergangenheit gesehen hatte. Trotzdem hatte ich keine Ahnung, wo ich sie finden konnte und war auch nicht begeistert darüber, dass ich noch mehr Zeit mit der Suche im Keller verbringen musste. Die Menge an Staub war enorm und ich hatte keine Lust, in dieser Nacht zu ersticken. Aber Arbeit war Arbeit. Ich konnte es mir nicht erlauben, etwas nicht zu tun, denn wenn der Chef einen schlechten Tag hatte, dann könnte ich für mein bereitschaftsloses Verhalten gefeuert werden. Egal wie sehr ich meinen Job hasste, ich brauchte das Geld, also musste ich das tun, was getan werden musste. Ted und ich gingen zum letzten Mal in den Keller. Wir hatten beschlossen, uns aufzuteilen, um die Statue schneller zu finden. Ich bekam den hinteren Teil des Kellers, beginnend mit dem allerletzten Zimmer, das ich auf meiner Karte hatte, und arbeitete mich dann zu dem Platz vor. Ted blieb irgendwo in der Mitte stehen und begann dasselbe zu tun.
Er sagte, er würde mich anrufen, sobald er das finden würde, wonach wir suchten. Als ich losging, hatte ich nicht darauf geachtet, wo ich hinging. Ich ging einfach weiter und schaute in einige der Räume, an denen ich vorbeiging. Alle schienen gleich zu sein. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, dort entlang zu laufen. Ich war mir nicht sicher, ob es Minuten oder Stunden waren, aber ich ging einfach weiter. Es fühlte sich so an, als passierte ich 1000 Räume und 1 Million Korridore, von denen einer staubiger war als der andere. Ich hatte das Gefühl, irgendwie unterirdisch zu gehen, was, wie ich wusste, unmöglich war, denn der gesamte Keller lag auf einer Ebene. Schließlich erreichte ich ein Zimmer. Es war eine Sackgasse. Das Zimmer war nicht wie ein normaler Kellerraum. Erstens gab es keine Kisten, keine. Zweitens gab es keinen Staub. Es war fast so, als ob dieser Ort versiegelt gewesen wäre, so dass ich nicht hineingehen konnte. Oder jemand kam regelmäßig hierher, um zu putzen. Das Zimmer war jedoch nicht leer, denn in der Mitte des Raumes befand sich ein kleiner Tisch. Auf dem Tisch lag ein Schwert. Ich hatte bereits ein paar Schwerter in Museen gesehen, aber sie waren meistens alt und teilweise zerbrochen. Doch dieses Schwert war nicht rostig oder zerbrochen, es war wie neu. Es war eine tödliche Waffe und ich hatte wirklich Respekt davor. An der Spitze der Klinge war die Schnitzerei eines Mondes mit Sternen und einem Sonnensymbol zu sehen. Der Knauf war der Kopf eines Wolfes oder vielleicht eines Hundes? Eine Hundekreatur oder ähnliches. Während ich auf die Klinge schaute, überkam mich ein komisches Gefühl, als ob ich nicht in diesem Raum sein sollte. Im nächsten Moment sah ich es. Das Schwert reflektierte den Raum und ich erkannte eine blasse, knochige Kreatur, die sich auf allen Vieren nach vorne bewegte. Der Kopf war vollkommen verdreht und ich hörte, wie dieses Ding vor sich hin knurrte. Langsam drehte ich meinen Kopf zur Seite, um mir dieses Wesen genauer anzuschauen. Der Mund von diesem Ding war offen und ich sah, wie der Sabber auf den Boden tropfte. Ich hatte keine Ahnung, ob es ein Mensch war oder etwas anderes, aber es kroch in meine Richtung und ich konnte von dem Gesichtsausdruck sagen, dass es nichts Gutes mit mir vorhatte. Ich geriet in Panik. Und mir wurde klar, dass ich hätte in die andere Richtung gehen sollen, als ich noch die Chance dazu hatte. So schnell ich konnte, rannte ich aus dem Zimmer, bis ich schließlich aus dem Keller kam und gegen Ted rannte. Nachdem ich mich ein wenig beruhigte, erzählte er mir, dass er die Skulptur gefunden hatte. Ich war nur 15 Minuten dort, aber es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Ich konnte mir nicht erklären, was das zu bedeuten hatte. Hatte ich mir das nur eingebildet? Falls nicht, war das ein Mensch? Was hatte der oder diejenige da unten zu suchen? Vor allem, was war das für ein Schwert? Ich wollte nie mehr wieder zurück. Ich hatte noch nie in meinem Leben an irgendwelchen Phobien oder Panikattacken gelitten. Ohne darüber nachzudenken, was mir passieren könnte, ging ich sofort nach Hause. Ich musste das, was ich gesehen hatte, erstmal verarbeiten. Als ich an meinem Haus angekommen war, schloss ich die Tür auf und ging hinein. Nachdem ich die Haustür zumachte und für die Nacht abschloss, atmete ich tief ein und aus und versuchte mich zu entspannen. Dann sah ich etwas. Dieses Wesen aus dem Museum war in meinem Haus, genauer gesagt auf dem Gang zwischen dem Flur und dem Wohnzimmer. Es knurrte und bewegte sich in meine Richtung, nur diesmal schneller als in dem Keller. In dem Moment wusste ich, dass ich nicht genug Zeit hatte, um die Tür aufzuschließen und davonzurennen.